Wunderschönen guten Tag an alle, die sich auf dieses Thema gefreut haben. Wir sprechen heute über Kraft- und Erfolgsorte. Es ist ja nun einfach mal so, dass wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben. Seit etwa 20, 25 Jahren, seitdem es das Internet gibt, wird von uns Unternehmern ja erwartet, dass wir permanent einfach nur noch erreichbar sind. Ja, wenn du heute eine Anfrage kriegst und du reagierst nicht innerhalb von ein paar Stunden, bedeutet das für den Kunden schon, er wird nicht bedient. Unter diesem Druck stehen wir alle. Unter dieser Erwartung stehen wir alle. Das wird heute als Basis einfach vorausgesetzt. Das bedeutet, du musst einfach zusehen, wie du in deine Kraft kommst, aber auch, wie du diese Kraft deinen Mitarbeitern, deinen möglichen Partnern oder auch deinen Kunden gibst. Die Kraft, dass sie sich wohlfühlen können, dass sie sich sicher fühlen können, dass sie gerne mit dir zusammenarbeiten und dass sie sich unheimlich gerne für dich entscheiden möchten. Und aus diesem Grund sitzen wir heute beieinander, weil in deine Kraft kommen bedeutet eben nicht nur von innen nach außen, sondern das kann auch bedeuten von außen nach innen, weil auch unsere Umgebung wirkt auf unsere Energien ein. Und aus diesem Grund habe ich eine ganz tolle Gesprächspartnerin heute zum ersten Gespräch im Studio Flamingo eingeladen. Und zwar ist das die wundervolle Nicole Schwimmer. Nicole ist Feng Shui-Beraterin und hat eine eigene Firma, aber darüber wird sie euch gleich ein bisschen selbst erzählen und zum Thema an sich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich bin genauso neugierig wie ich, wir, so natürlich. Und seid einfach gespannt. Nicole, stell dich bitte kurz vor und erzähl ein bisschen was über dein Thema. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Claudia. Genau, mein Name ist Nicole Schwimmer. Ich komme ursprünglich aus dem Süden von Deutschland, lebe schon seit geraumer Zeit in Berlin. Ja, und ich bin Feng Shui Einrichtungsberaterin und auch Raumcoach. Ich bin eigentlich ursprünglich Grafikdesignerin, habe dann nach verschiedenen Projekten mit einer Innenarchitektin zusammengearbeitet und habe ein tolles Projekt gehabt und habe so das erste Mal irgendwie die Liebe zu Räumen erfahren. Habe dann in Einrichtungslagen gearbeitet, konnte da ganz viele wertvolle Erfahrungen sammeln und habe mich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung als Feng Shui-Beraterin zu absolvieren, und zwar 2 Jahre in Hamburg bei der Internationalen Feng Shui-Akademie. Das ist eine zertifizierte Ausbildung. Da habe ich unglaublich viel gelernt und bin wirklich ganz tief in die Materie von Räumen und von Feng Shui eingetaucht. Und bin nach wie vor immer noch begeistert, wie man einfach so mit Kleinigkeiten in einen Raum unglaublich viel verändern kann und einfach so eine schöne Wohlraumatmosphäre schaffen kann. Und ja, wahrscheinlich möchtet ihr jetzt als eigentlich auch wissen, was denn eigentlich Feng Shui ist. Ja. Genau, also Feng Shui ist eine Harmonielehre aus China. Es ist eine 4000 Jahre alte Harmonielehre und die überwiegend auf Naturbeobachtung besteht oder beruht. Mhm. Feng Shui hat das Ziel, immer eine Harmonie zwischen dem Menschen und seiner jeweiligen Umgebung herzustellen. Das heißt, es geht eben auch ganz viel um den Energiefluss. Also wie ist der Energiefluss von außen? Wie kann er uns versorgen? Und es gibt natürlich verschiedene Techniken im Feng Shui. Ich arbeite aber hauptsächlich oder vordergründig mit der Formenschule, der Kompassschule. Da kann ich auch gleich nochmal genau drauf eingehen. Die Kompassschule ist natürlich unglaublich wichtig. Einfach alles, was uns umgibt, was ein Gebäude umgibt. Also beste Beispiel, was einfach die Landschaft drumherum oder das Gebäude an sich, die Raumaufteilung der einzelnen Räume, aber eben auch der Kompass ist unglaublich wichtig. Das macht dann einzelne Messungen und kann daraus dann eben auch gucken oder beziehungsweise sehen, okay, welche Himmelsrichtung liegt in welchem Segment und welcher Raum ist gut optimiert nach den 5 Elementen und welcher Raum weniger. Und das kann man dann eben alles durch den Energiefluss eben auch noch verstärken und unterstützen. Mhm. Genau. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind deine Instrumente, die du nutzt, um diese Räume zu analysieren und dann auch möglichst neu energetisch aufzubauen, dass dann keine Blockaden mehr existieren. Du nutzt halt den Kompass, die Himmelsrichtung und du nutzt die Elemente. Das sind die zwei Hauptmethoden, die du nutzt. Ist das korrekt? Ja. Möchtest du dazu vielleicht gerade einsteigen und irgendwie ein Beispiel geben? Ja, total gerne. Genau, das beste Beispiel ist wahrscheinlich, dass Feng Shui wirklich funktioniert und auch sehr, sehr wertvoll ist, es wahrscheinlich die Metropole Hongkong.
Also Hongkong ist eine der wichtigsten Handelsstädte. Ja. Genauer angeguckt, Hongkong Island, das sind ja die ganzen großen Firmen, die Bank of China. Und einfach das Umland oder das Hochland ist natürlich, hat ganz leichte, sanfte Hügelkettenformationen, während es von links und rechts eben nochmal gut geschützt ist. Und dann gibt es natürlich im Vordergrund den Xingmun-Fluss, wenn ich es richtig ausspreche. Das heißt eben, die ganzen großen Geschäftsgebäude werden einfach durch Wasser, also Wasser hat eine sehr große Rolle im Feng Shui, sehr positiv unterstützt. Das heißt, der Energiefluss, der Geldfluss fließt eben in die Gebäude rein. Und dadurch, dass aber diese leichten Hügelketten im Hintergrund sind, kann eben dieses Geld dadurch sehr gut gehalten werden und eben bleibt in diesem Bereich. Wenn man es natürlich jetzt auf Deutschland bezieht, ein großer Sprung jetzt gerade, aber zum Beispiel Frankfurt am Main, also und Umgebung, da sitzt ja auch unglaublich viel Geld. Und das ist natürlich auch eine große, wichtige Handelsstadt, also gerade in Europa. Und das natürlich auch gerade im Umland, da kann man auch wieder diese leichten Formationen eben auch sehr gut wiedersehen oder wiederfinden. Deswegen sehr spannend, dass Frankfurt eben auch so unglaublich einen großen, ja, Stellenwert hat oder beziehungsweise sehr, sehr gut dasteht. Bezieht sich das nur auf Flüsse oder bezieht sich das auch aufs Meer? Es bezieht sich auch auf das Meer, aber es ist natürlich die Frage, weil Meer ist natürlich schon eine unglaubliche Kraft. Deswegen sind natürlich so leichte, sanfte Wellen natürlich immer besser, genau. Also eine böse Brandung. Genau, das wäre natürlich dann zu viel. Das kann dann auch schnell dann eben erschlagen oder so ein ganzes Geschäft auch zunichte machen. Das ist halt, im Grunde genommen geht es immer um den Einklang. Also ja. Yin und Yang, das ist im Ausgleich, ist genauso wie die fünf Elemente. Das ist anders im Östlichen, da gibt es eben Holz, also es gibt Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz. Und wenn diese Elemente gut zueinander stehen und in Balance sind, dann kann eben jeder einzelne Raum, das Gebäude, wenn es alles ausgeglichen ist, gut miteinander harmonieren und sich gut unterstützen. Ich überlege gerade, wie ein Gebäude diese Elemente widerspiegelt. Ja, genau. Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Also wenn es jetzt einfach mal auf dem Eingangsbereich ist, wahrscheinlich das beste Beispiel vielleicht nochmal. Ein Eingangsbereich ist ja auch so die Visitenkarte eines Unternehmens und gerade da ist es halt einfach wirklich wichtig zu gucken, dass er wirklich hell erleuchtet ist. Genau, dann hat man eben einmal das Licht. Dann kann man natürlich mit Pflanzen links und rechts arbeiten, Buchsbäume in runder Form, das zieht natürlich auch nochmal das Geld an. So, Buchsbäume? Also Buchsbäume bringen eben Glück. Ah! Genau, also zum einen Glück und ist eben auch ein Schutzsymbol, also eben auch ganz gut für ein Unternehmen. Und wenn man da links und rechts welche vom Eingang stehen hat, dann hat man eben diese vertikale Form, also dieses Holzige. Dann kann man natürlich mit einem roten einladenden Teppich arbeiten, dann hast du dieses Feuerelement. Und wenn du natürlich dann reinkommst in das Gebäude, also im Eingangsbereich und hast vielleicht noch so einen runden Tresen oder Empfangsbereich, dann hast du dieses Metallische wieder drin, weil Metall steht eben für was Rundes. Und dann vielleicht noch einen kleinen Wasserbrunnen beziehungsweise ein schönes Wasserbild. Dann ist das Element Wasser drin. Und dann kannst du natürlich noch die Formen Erde mit reinbringen. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber im Grunde genommen ist es wirklich gut, alles im Ausgleich oder in der Balance zueinander zu stellen. Also man versucht einfach, soweit ich dich jetzt verstanden habe, jedes Element durch ein Symbol auch, weil, wie wir eben gesagt haben, mit dem Buchsbaum, das war eine aufstrebende Form und hat für was gestanden? Für Erde? Holz? Holz, genau. Mhm. Holz. Man versucht also diese fünf Elemente auch über Symboliken wie Farbe oder Pflanzen oder Bilder, die für etwas stehen, abzubilden, um in jedem Raum einzeln dann alles zu haben? Oder gibt es Räume innerhalb zum Beispiel einer Wohnung, weil wir sprechen ja heute einmal vom privaten Bereich, wo wir Kraft- und Rückzugsorte ja schaffen müssen, um einfach den Alltag abgeben zu können und das alles draußen lassen zu können und einmal von unseren Geschäftsstellen oder alternativ auch Homeoffice, je nachdem, gibt es da Räume, die mit verschiedenen Elementen stärker vertreten sind wie andere Räume? Also hat ein Bad jetzt einen anderen Anteil an diesen Elementen wie ein Wohnbereich? Im Großen und Ganzen ist eine sehr interessante Frage auf jeden Fall, weil natürlich in der Küche, da fließt ja schon viel Wasser. Das heißt, ja. Der Element Wasser
Anteil ist natürlich schon ziemlich hoch. Ja. Natürlich dann vielleicht noch ein ganz kahles, sehr steriles Bad hast, also gibt es ja so ganz erste Fliesen, dann ist natürlich der Metall- und Wasseranteil extrem hoch. Ja. Genau. Das sind schon gegeben. Dann ist natürlich gerade da wichtig, da ein bisschen mehr Gemütlichkeit reinzubringen oder dieses Wohlfühlen ja auch, ne? Diese Erdtöne dann zum Beispiel eben auch. Also im Badezimmer ist so das beste Beispiel, da ist schon sehr viel Wasserelement vorhanden. Das heißt, da in diesem Beispiel müsste man jetzt Feuer, Holz und Erde, war das? Genau, also Erde, dann eben, man kann eben natürlich mit ja, Badematten, Gästehandtücher zum Beispiel, Farbton. Natürlich auch eine Wand streichen, Duschvorhänge, man kann da ganz viel machen mit Accessoires und Elementen eben auch. Ja. Hast du denn einen, ich meine, wir wissen ja alle, von wem wir sprechen und von welchen Herausforderungen wir sprechen, wenn wir von Unternehmern sprechen. Das können jetzt einzelne Unternehmer sein, das können aber auch Menschen sein, die ein ganzes Team führen. Und wir kommen heute alle nach Hause und sind einfach nur, wir werden ja auch zugemüllt teilweise von Informationen. Also wir haben diese Informationsüberflutung und wir haben diese permanente Erreichbarkeit, die ich auch schon genannt habe. Gibt es denn da irgendwie vielleicht so ganz schnelle so Quick-Tipps von dir, wie man tatsächlich einen Rückzugsort schön schaffen kann? Und wenn ja, wo sollte der sein? Sollte der in einem Wohnbereich sein oder präferiert das Feng Shui dann einen separaten Raum oder kann das ruhig auch im Schlafzimmer sein? Also gibt es da Präferenzen von der Räumlichkeit her? Oder kann man auch sagen, ich mache mir so eine Ecke? Wie ist das? Also im Grunde genommen ist es natürlich super, wenn man einfach wirklich den Platz und die Möglichkeit hat, so ein eigenes Zimmer sich einzurichten. Das wäre dann der Nordosten. Der Nordosten steht natürlich für Ruhe und Wissen. Das ist ein guter Bereich, um sich zurückzuziehen. Deswegen ist es natürlich gerade schön, wenn man dann natürlich mehr Platz hat und wirklich wie so ein Ruheraum, Lesezimmer, was auch immer draus macht, Meditationsraum. Aber wenn es natürlich nicht möglich ist, dann kann man aber auch ganz viel, ein Stück weit das vielleicht einfach durch Raumteiler pflanzen, eine kleine Ecke auch einfach schaffen. Also gerade jetzt, wenn man natürlich dann im Homeoffice ist und wirklich eine kleine Wohnung hat, dass wirklich das auch ganz separat voneinander abgetrennt ist. Und diese kleine gemütliche Ecke wirklich mit schönen Farben, kraftvollen Fotos, also einfach, dass man es hin und wieder auch einfach an einen anderen Ort switchen kann. Ja. Zum Beispiel, dass man so ein schönes Foto ausdruckt oder genau, also gemütliche Kissen, Decken, genau, Pflanzen hatte ich schon gesagt, Düfte, ich finde Düfte auch immer ganz wichtig, also wirklich sowieso Sauerstoff, genau, Düfte, ätherische Öle, also ich finde Aromatherapie eben gerade sinnvoll, gerade wenn man wirklich viel unterwegs ist, gerade die Vertriebsmenschen, von einem Weg nach Hause zu kommen, dann kann man über Aromatherapie eben ganz viel machen und es ist wirklich auf einem guten Level wieder. Was ist da für ein typischer Duft empfehlenswert? Weißt du das? Ja, also Lavendel ist natürlich ganz toll, ist natürlich auch so ein Geschmack, das muss man natürlich mögen, aber es gibt natürlich wie Melisse zum Beispiel noch. Also es gibt wirklich ganz tolle Düfte, da kann man sich dann auch gerne nochmal dazu. Und gehört das eigentlich, diese Öle und diese Aromatherapie, von der du jetzt gesprochen hast, gehört das tatsächlich in dieses Feng Shui-Thema rein oder ist das etwas, wo du sagst, ich finde das wichtig, ich habe dieses Thema zusätzlich nochmal dazu genommen, um das zu ergänzen? Genau, im Grunde genommen, ich finde es einfach wichtig, dass es dazugehört. Das ist nicht typisch Feng Shui, aber im Feng Shui ist natürlich schon Sauerstoff und Energiefluss richtig wichtig. Und wenn man manche Räume, die einfach sehr dunkel sind und es richtig beleben kann, weil da vielleicht einfach keine Verbindungstür ist, dann kann man einfach mit Düften da sehr viel machen und besonders eben Licht. Also gerade um auf die Ecke nochmal auf den Platz zurückzukommen, einfach ein schönes, gemütliches Licht, also keine Halogenstrahler. Und sich natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen abzuschotten von Elektrosmog. Also wir sind ja sowieso nach wie vor den ganzen Tag nur umgeben von elektronischen Geräten und sich wirklich da einfach so einen richtigen Ruhepol zu schaffen. Genau. Und das sind natürlich Düfte einfach zusätzlich einfach toll, weil die unglaublich schnell ins Nervensystem gehen und man kann da einfach... Ja, und die sind auch so subtil, gell? Ja, genau. So tricksen uns ja auch diese Luxuskaufhäuser aus mit Düften, ganz vielen Düften, die uns dann animieren sollen, was weiß ich, schon Kaffee zu kaufen oder Schokolade etc. pp. Also die Werbung setzt das ja schon ein. Auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, wenn wir uns jetzt eine Geschäftsstelle vorstellen?
Und zwar eine Geschäftsstelle zum Beispiel, in dem du einen Empfangsraum hast. In diesem Empfangsraum könnten vielleicht Kundengespräche geführt werden, muss aber nicht. Aber das ist so, die Kunden kommen rein im Eingangsbereich, da haben wir eben drüber gesprochen schon kurz. So, und kommen jetzt in den Empfangsraum, wo sie sich einfach eine Zeit lang aufhalten oder wo auch ein Beratungsgespräch stattfinden soll. Was kannst du sagen, weil wenn wir davon sprechen, von einem Beratungsgespräch, dann sind wir immer im Thema Verkauf auch drin. Und mein Thema ist halt Erfolg, ja, durch Leichtigkeit. Und ich will jetzt nicht böse manipulativ klingen, aber im Endeffekt manipuliert ja auch alles, ja. Du kannst ja auch unbewusst schlecht manipulieren. Also deine Kunden kommen rein und denken jedes Mal, boah, was ein schreckliches Büro, von dem werde ich auf gar keinen Fall was kaufen, weil es ist ja so fürchterlich hier, ich fühle mich hier so unwohl, ich will hier einfach nur noch raus. Ja, das heißt, auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist, du manipulierst ja immer. Ja, und jetzt wollen wir das einfach umdrehen und wir wollen das Ganze ein bisschen so herrichten, dass sich unser Kunde einfach sau wohl fühlt und einfach denkt, ach, hier ist ja schön und ach, wie nett hier. Und es ist bestimmt ein netter Berater, der jetzt kommt und eine tolle Firma. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, wenn das Angebot stimmt, dass ich hier auch was kaufe, weil ich fühle mich auch sicher. Was gibt es da für kleine Tricks? Was kannst du da empfehlen? Ja, auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Genau, total wichtig, dass ja wirklich ein Kunde, wenn er irgendwo reinkommt, gerade bei vielleicht größeren, vielleicht also angenommene Immobilie, was auch immer, dann ist natürlich das gerade Sicherheit und Vertrauen unglaublich wichtig. Und wenn dann vielleicht noch das Unternehmen eine sehr kühle Corporate Identity hat und sehr kühle Farben hat, dann ist es natürlich enorm wichtig, wirklich mit warmen Farben zu arbeiten. Das kann natürlich in dem Sinne geschaffen werden, einfach dann eben auch einen runden Teppich zum Beispiel im Eingangsbereich, dann auch wieder einen runden Tresen, dann frische Blumen, frische Schnittblumen, die beleben einfach. Das ist auch schon einfach, bringt auch Farbe rein. Dann genau die Düfte. Topfpflanze geht nicht in dem Fall. Wie bitte? Topfpflanze. Topfpflanzen sind natürlich auch, aber so frische Blumen, also gerade wenn man reinkommt, man nimmt das erstes so, man spricht auch im Feng Shui mal von dem Point of Qi, also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und was kann ich als erstes irgendwie wahrnehmen, wenn ich in so einen Raum gehe? Also was leitet mich und was ist so dieses, oh, hier ist schön, hier findest du mich sicher und angenommen. Also es ist unterbewusst, was man als erstes wahrnimmt. Deswegen natürlich toll, wenn man vielleicht erstmal so einen riesengroßen, tollen Strauß Blumen wahrnimmt. Dann irgendwie einen zarten oder einen leichten Duft, der natürlich nicht so schwer wirkt. Dann angenehmes Licht, also wirklich auch nicht solche Halogenstrahler. Also eher so ein bisschen gelblich. Genau, gelblich. Also soll schon hell sein. Also gerade die Ecken sind immer sehr wichtig, dass sie ausgeleuchtet sind. Auch Pflanzen generell, also können natürlich auch Topfpflanzen sein. Und das Mobiliar ist natürlich super, wenn wirklich die Farben, die Firmen, also die Farben vom Logo sehr cool sind und einfach da gerade mit warmen Farben arbeitet. Mit Kissen nochmal einen Akzent zu setzen. Mit Kissen zum Beispiel oder ich finde einfach warme Holztöne ganz toll. Also ich finde ja Teak, das hat einfach was Edles, kann aber natürlich auch Walnuss, ist natürlich ein bisschen teurer. Aber das sind einfach warme Farben und die können einfach total schnell einfach so ein Wohlfühlgefühl in so einem Raum erzeugen. Ja. Anstatt auch eine Ledercouch lieber eine gemütliche Couch zu wählen oder ein Sofa. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand vielleicht sehr, sehr puristisch eingerichtet ist und sehr kühl, weil Purismus, wir setzen ja oft Purismus mit ein bisschen kühlen und sehr geradlinig und sehr minimal gleich. Und das ist ja dann halt oft schwarz-weiß. Ich sage jetzt nur mal als Beispiel schwarz-weiß. Und dann hat er vielleicht noch ein Eisblaus-Logo. Ja. So, und dann steht da, ist alles schwarz-weiß und es steht eine eisblaue Ledercouch, ganz geradlinig, allein und verlassen in dem Raum. Du bist ja auch Einrichtungsberaterin, hast du in deiner Einleitung erwähnt. Ich persönlich könnte mir jetzt trotzdem vorstellen, ohne jetzt das Mobiliar auszutauschen oder ohne die Farbkombination auszutauschen, hinzugehen und wirklich zu sagen, ich kombiniere das mit Erdtönen, mit Kissen, diesen Grünpflanzen, die du erwähnt hast, Teppich,
vielleicht noch ein kurzer Teppich irgendwie in einem Erdton. Also das geht ja dann schon auch. Das geht auf jeden Fall. Also man muss gar nicht immer so viel Geld in die Hand nehmen, um jetzt sich komplett neu einzurichten. Das finde ich auch mal ganz wichtig. Man kann wirklich mit kleinen Gegebenheiten unglaublich viel machen und einen ganz tollen Wohlfühlraum erschaffen. Ich finde ja auch kraftvolle Fotos auch mal ganz toll, selbst wenn alles sehr clean ist. Und das sollte ja auch sein. Aber wenn dann der Kunde zum Beispiel noch einen Moment im Wartebereich ist und sitzt und er sieht dann einfach so ein tolles, kraftvolles Bild, fällt mir zum Beispiel jetzt ein Fels in der Brandung ein, dann sind auch ganz viel so, ja, hier fühle ich mich gut, sicher, hier bin ich gut aufgehoben. Also man kann ja auch viel so mit der Kraft oder, ja, also alles, was so die Message hinter den Bildern oder aus den Bildern, ja, ja. Kann man eben arbeiten. Okay. Ja, ich merke schon, das ist doch ein komplexeres Thema, wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Ich weiß, wir haben uns kurz vorher miteinander besprochen und ich habe noch ein wichtiges Thema, das brennt mir total auf der Seele und ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Erzähl was darüber. Ich denke, es ist wahrscheinlich die Power Position, bin ich da richtig, den Erfolgsplatz? Der Erfolgsplatz und der Geldplatz. Der Erfolgs- und Geldplatz, genau. Es wird noch eins vorwegnehmen, was mir auch total wichtig ist, einfach so. Also generell für Privatpersonen, aber auch für Geschäftsleute, man spricht auch immer von der Herz der Wohnung oder des Gebäudes. Ja. Also das ist einfach auch den Grundriss und kann dann wirklich einfach eine Diagonale durchziehen und dann einfach gucken, okay, wo ist der Mittelpunkt des Gebäudes, der Wohnung, des Hauses? Also einfach flach mit einem Kompass. Es gibt ja mittlerweile diese Kompass-App, ja, wo man dann auch ausrichten kann. Und dann guckt man aber dieses Herz, des Gebäudes zum Beispiel, geht es nochmal aufs Unternehmen kurz ein, das kann man natürlich wirklich auch nochmal so einen Energiepunkt setzen. Wir sprechen ja gerade im Feng Shui, geht es natürlich viel um Akupunkturpunkte, die genau gesetzt werden. Und das Herz des Unternehmens kann natürlich die Firmenphilosophie sein. Da könnte dann einfach der Spruch nochmal ganz groß als Slogan an die Wand verankert sein. Es könnte, das Logo könnte natürlich da nochmal irgendwie auch verwendet werden im Unternehmen. Wenn man jetzt bei einer Privatperson ist, dann kann man das einfach nochmal richtig schön machen, ne? Mit Familienbilder und alles, was einem selber irgendwie ausmacht als Person, ja, wo man eben hin möchte. Wenn dieser Herzpunkt irgendwo mitten im Raum liegt, was machst du dann? Dann kann man natürlich auf die Decke oder auf den Boden. Ja, das Gute ist, dass es eigentlich schon drumherum nochmal so 1 bis 2 Quadratmeter drumherum kann man auf jeden Fall einbeziehen. Das heißt, man kann natürlich mit einem runden Teppich nochmal arbeiten und wirklich den Mittelpunkt nochmal richtig zentrieren. Das ist auch eine Möglichkeit, auch in einer Firma. Aber man kann natürlich anhand von den Wänden dann einfach nochmal ein Foto auch hinlegen und da dann auch so die Energie drauf leiten. Und um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, wo wirklich die Power Position ist, der Erfolgsplatz, ist natürlich gerade, das Chefbüro sollte natürlich am besten im Nordwesten ausgerichtet sein. Deswegen eben nochmal auf den Kompass zurück, wenn man wirklich den Kompass hat und guckt dann eben, wo ist der Nordwesten, dann wäre natürlich der Bereich oder der Raum sollte eigentlich dem Chef zur Verfügung stehen. Weil der Nordwesten eben die metallischen, fürs Metall steht, Kraft, Strategie. Ja. Also sprich, ich nehme den Grundriss von meinem Büro, den ich habe, oder auch von meiner Wohnung zu Hause. Dann muss ich ja erstmal schauen, auf dem Lageplan zum Beispiel, ja, irgendwie das so drehen, dass es auf dem Lageplan tatsächlich in die richtige Richtung geht. Und dann kann ich mit meiner Handy-App zum Beispiel diesen Herzpunkt und den Erfolgspunkt, der möglichst im Nordwesten liegen soll. Genau, der soll am besten im Nordwesten liegen, ja. Okay. Genau. Also am besten, man bucht mich natürlich dafür. Ja, ich merke es gerade. Genau, es ist schon ein bisschen komplex, weil es geht natürlich schon um ganz genau, weil es ist natürlich das, klar, die eine Himmelsrichtung geht natürlich die nächste über und ja, deswegen ist es natürlich schon sehr komplex. Aber wenn man dann diesen Nordwesten... Nein, sprich du bitte weiter, wir machen alles andere. Genau, der Nordwesten, wenn man den Raum dann endlich gefunden hat, dann ist es natürlich super, wenn man wirklich guckt, dass man einfach eine feste Rückwand hinter sich hat. Also hier eine gute Rückwand, wirklich so einen Kontrollpunkt zwischen Tür und Fenster hat. Das heißt, dass man wirklich einfach alles im Blickwinkel hat. Und weil so zwischen Tür und Fenster zu sitzen, dann hat man kontinuierlich so eine Unruhe, man ist irgendwie unkonzentriert, man kann sich, ja, es fühlt sich einfach komisch an. Und so ist einfach, wenn man wirklich so an der Seite sitzt, aber wirklich alles
im Blickwinkel hat, dann ist es der beste Platz. Genauso natürlich, wenn man im Konferenzraum ist, eine große Besprechung, dann immer den besten Platz aussuchen, dass man wirklich alle, auch die Tür und die Fenster, alles im Blickwinkel hat. Mhm. Das ist so Power Position. Mhm. Genau. Und dann, du meintest ja auch der Süden, der Südosten. Gelb. Der Südosten, genau, Geld, der Wohlstand, das ist sehr wichtig. Genau, der Wohlstand wird dem Südosten zugeordnet, aber auch die Kommunikation. Das heißt, Südosten ist natürlich auch dem Element Holz, also alles Aufstrebende. Da kann man natürlich mit grüner Farbe arbeiten, auch mit dem Element Wasser. Also Wasserfallbilder, Zimmerbrunnen, aber da muss man auch echt vorsichtig sein, wie man das einsetzt. Wieder. Aber man kann natürlich, um einfach so einen schnellen Erfolg oder es ist einfach unterstützen, Fotos von, ja, oder Geldmünzen, also alles, was man mit der, was man mit Geld assoziiert, da in diesem Raum hinlegen oder aufbewahren. Von Geldmünzen, Goldbarren als Fotos. Also meine Goldbarren lege ich alle in meiner Wohnung im Südosten jetzt in die Ecke rein. Also gibt es auf jeden Fall alle Möglichkeiten, da kann man wirklich seiner Fantasie so also freien Lauf lassen. Ja. Das muss auch immer gar nicht so sichtbar sein. Es kann auch gut hinter einem normalen Bild einfach sein, dass man da einfach so eine Intention nochmal versteckt oder wie man sich sein Bankkonto vorstellt. Also das kann man schon auf jeden Fall ein bisschen... in den Südosten rein. Genau, genau, ja. Und dann stelle ich ein Stück Holz dazu, um das nochmal zu unterstützen. Genau, Holz, grüne Farbe natürlich, alles aufstrebend, also alles Vertikale. Und dann ist natürlich immer ganz gut, auch ein bisschen Wasser damit reinzubringen. Also vielleicht nochmal ein Bild von sanften Wellen, also keine Wellenbrecher, dass wirklich das Geld eben sanft auf einen zukommt. Oder ein Wasserfallbild, wo dann auch das Geld unten ein bisschen gehalten wird. Das heißt eben auch so ein Becken von Wasserfall oder dann eben auch ganz klassisch. Kann man auch wirklich mit richtigen Goldfotos arbeiten oder goldige Sachen. Also oder die Goldbarren halt hin. Oder die Goldbarren, genau. Ja. Auch, dass sie sich vermehren möchten. Mhm. Okay, also ich wäre für mich persönlich für heute soweit durch. Weiß nicht, hast du noch irgendwas vom thematischen her, vom inhaltlichen her? Auf dem Fall? Einfällt wäre vielleicht für Ruhm und Anerkennung, das ist ja auch gar nicht so unwichtig für Firmen oder für einen selber. Das wäre natürlich... Also Ruhm und Anerkennung ist im Süden, dort hänge ich meine Zertifikate auf. Ja, genau. Und Südosten war Geld, das ist mir nämlich jetzt gerade eben nochmal so gekommen, du hast gesagt, Südosten ist Geld und ist auch Kommunikation. Ja. Ich finde das ein bisschen faszinierend gerade, dass die Kommunikation und das Geld, also ich habe ja sowieso meine eigene Einstellung zu Geld, für mich ist ja Geld tatsächlich einfach nur Energie, weil es ist ein Energieaustausch, ich gebe Energie, bekomme Energie zurück in Form von Geld und bekomme Energie und gebe Energie da zurück. Hast du da irgendwie einen tieferen Einblick oder eine eigene Philosophie darüber, dass das beides tatsächlich einer Himmelsrichtung zugeordnet wird? Auf jeden Fall, ja. Also es wird halt nach dem Chinesischen, während die einzelnen Himmelsrichtungen immer ein Familienmitglied zugeordnet und das ist ja eben die erste Tochter. Und die erste Tochter sozusagen, die soll dieses Produkt oder das Neue, was zumindest in der, im Unternehmen oder in der Familie erschaffen wurde, rausbringen in die Welt. Und darüber geht es eben über Kommunikation zum einen eben. Also das an den Mann tragen. Deswegen auch das Geschäft, haben wir auch den Vertrieb. Deswegen ist natürlich für einen Vertrieb der Südosten die perfekte Position, weil damit mit dieser neuen Idee gehe ich dann einfach raus an den Mann und bring diese Idee weiter. Toll. Während es im Süden dann einfach mehr verankern kann und den Ruhm und die Anerkennung dadurch schaffen kann. Es ist also wie so ein Kreislauf. Also alle Elemente, alle Himmelsrichtungen schwingen mit ein. Es ist einfach ein total komplexes, super interessantes Thema. Ja. Und du hast eben schon erwähnt, dass man dich natürlich persönlich buchen kann. Wie muss man das vorstellen? Machst du das auch online oder machst du das vielleicht auch via Live-Video? Wir sind ja noch in Corona. Wir wissen nicht, wie sich alles entwickeln wird. Gerade steigen ja die Zahlen wieder. Ist es tatsächlich so, also kannst du so einen Raum oder so eine Einrichtungsberatung zum Beispiel auch via also WhatsApp-Telefonie, also Videotelefonie
Messenger-Telefonie. Geht das über Video oder musst du tatsächlich in einem Gebäude, in einem Raum anwesend sein? Und wie läuft das normalerweise ab? Also wenn wir nicht Corona haben, fährst du denn wirklich zu jedem raus und machst die Beratung vor Ort? Erste Frage. Zweite Frage. In Corona-Zeiten, falls ein Lockdown kommen sollte oder falls jemand einfach sich besser dabei fühlt, es via Videokonferenz zu machen, bietest du das auch an? Ja, also es ist natürlich schon besser, weil es ist ja wirklich alles Energie, es ist ein Energiefluss und es geht natürlich schon vor Ort hin und guck mir wirklich die Räume an mit meinem Kompass. Das ist eigentlich so das Nonplusultra. Das ist eigentlich schon ziemlich wichtig. Und es merkt natürlich jetzt auch, durch die Corona-Zeit muss ich natürlich auch ein bisschen umdenken. Was ich aber mache mittlerweile, dass ich einfach so Kurzberatungen anbiete, die einfach, also Einrichtungsberatungen, die nach Feng Shui-Aspekten, ja, also letztendlich angeleitet werden. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Problem hat oder einfach eine schnelle Lösung braucht, dann kann die Person mir einfach vorab Fotos schicken, ein Video machen und dann kann ich natürlich einfach auch Lösungsbeispiele geben. Aber eine intensive Feng Shui-Beratung besteht eben einfach aus 2 Terminen. Ja, das ist natürlich jetzt einfach gerade ein bisschen schwierig, aber mir ist da einfach auch Qualität irgendwie wichtig und es geht da einfach wirklich tief in die Materie ein und ja, es ist schon besser, wenn man vor Ort ist. Ja, also ich verstehe das. Ich glaube, jeder Immobilienmakler, der uns zuschaut, wird das auch nachempfinden können, weil man kommt irgendwo hin und man spürt irgendwie, ist hier irgendwie was komisch oder ist hier alles im Reinen. Andere Sache. Ich weiß, du hast eine Gruppe. Möchtest du vielleicht noch mal 2, 3 Sätze kurz zu der Gruppe sagen? Genau, alle, die sich für Feng Shui und einfach Wissen interessieren. Ich habe bei Facebook eine Feng Shui Up Your Life Gruppe. Da gibt es regelmäßig und jede Woche werden da eben einzelne Themen nochmal aufgegriffen. Es können auch Fragen gestellt werden. Ich gehe da ganz individuell drauf ein. Und ich freue mich natürlich, euch in meiner Gruppe begrüßen zu dürfen. Und ja, freue mich da einfach über einen regen Austausch. Sonst kann man mich natürlich auch privat anschreiben. Ich habe eine Webseite, die heißt windundwasser.de. Genau, also Wind und Wasser steht ja auch für Wind. Guckst du das nachher nochmal in die Kommentare rein? Ganz gerne nochmal. Manchmal hat man dann einen Buchstabendreher, irgendwas drin, und dann funktioniert es nicht. Genau. Poste das nochmal alles in die Kommentare rein. Ja. Also, ich bin wirklich extrem happy, dass wir uns heute unterhalten konnten. Ich bin ein bisschen geplättet von diesen vielen Informationen, die du wirklich gegeben hast. Und es hat mir aber auch wirklich einen tiefen Einblick gegeben, um was es da tatsächlich geht und auf was man alles achten muss. Du hast ein paar tolle Tipps gehabt. Ich werde gleich erstmal mein Büro und auch meine Wohnung ausdrucken und werde mir das mal auf dem Kompass anschauen, wie das aktuell so aussieht. Ich bin ja auch selbst in deiner Gruppe drin. Die Nicole Schwimmer wird jetzt auch ab demnächst bei mir im Expertenteam sein. Ich freue mich schon sehr darüber. Ansonsten, Nicole, hast du noch was? Ja, ich möchte mich einfach auch bedanken für die Einladung und ich weiß, es ist wahrscheinlich sehr viel und es ist unglaublich komplex. Man könnte natürlich noch stundenlang weitererzählen, aber ich hoffe, es hat einen guten Einblick gegeben und ja, also ich bin in Deutschland weit unterwegs, auch Schweiz und Österreich, also ja, ich freue mich auf Anrufe. Okay, dann würde ich mich einfach verabschieden von heute, für heute, von euch und auch von der Nicole und wir sehen uns sicherlich demnächst auch mal wieder, auch mit der Nicole vielleicht nochmal. Ich weiß auch, dass sie so ein paar andere Themen noch macht und wir sprechen dann sicherlich auch noch mal ganz interessant zu ein paar anderen Themen. Ansonsten, ich wünsche allen einen ganz tollen Tag und wie gesagt, schreibt uns an. Ich poste die Links zu der Seite von der Nicole und auch zur kostenfreien Facebook-Gruppe zum Training, poste ich nachher in die Kommentare rein und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Feng Shui-Training mit der Nicole. Bye, bye. Tschüss.